Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur hustenden Mondbasis. Ich sehe gerade, wir sind Zyklus 200. Ja, ne? Dann können wir den hier auch noch ausschalten. Weil ich hier Wasser rüberbringen möchte von anderen Handpumpen, aber natürlich nicht von den beiden hier. Also der hier oben soll noch leer gemacht werden. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch eine Handpumpe in dem. Wir müssten die beiden dann noch ausgebuddelt werden. Und um hier ranzukommen, müssten wir das so machen. Wobei das auch ein ziemlicher Hindernisparcours ist, deswegen lassen wir den erstmal noch außen vor. Fangen wir mal mit den anderen an. So, hier ist Sohle, das reingekippt werden soll. So, da müssen wir den noch ausgraben. Natürlich müssen wir hier dann auch, ja, mal eben überlegen, dass wir hier dann ein paar isolierte Ziegel reinsetzen. Hitze dann draußen zu lassen, ist glaube ich offensichtlich, ne, was der Gedanke dahinter ist, weil wenn sich das hier noch weiter aufheizt, was ja nicht so ganz unwahrscheinlich ist. Das Salzwasser hier, was machen wir denn damit? Wie bringen wir das denn rüber? Das müssen wir auch bald mit Handpumpen machen. Kommen wir wohl nicht drum herum. Also wir kommen hier. Wir können uns dann so da ranwagen, können das ausgraben, das ausgraben. Das. Können das hier dann noch ein bisschen tiefer machen. Im Grunde wäre es ja das Schlauste, dass wir das Salzwasser unter diesen Pegel hier bringen. Dann das auf eine Ebene machen und dann können wir hier schnell laufen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Oh. Das wäre jetzt eine schlechte Idee. Weil damit würden wir das Rohöl da in der Ecke zerstören. Der Tag ist rum, wir kommen gleich zurück. Ich meine, hier ist der Tag jetzt auch rum, aber jetzt kann ich vielleicht mal sehen, ob die... Ja, okay. Können eigentlich hier auch das so machen, dann wird auf jeden Fall da oben die Abkürzung genommen.
Also das Ganze hier funktioniert auf jeden Fall noch nicht nachhaltig genug mit dem Sauerstoff. Das ist, glaube ich, mehr als offensichtlich. Ach, wir haben hier einen Raum für die... Ja, komm, denn was mache ich denn hier? Können wir den auch einfangen? Weil der Raum dann wahrscheinlich zu klein wird. So dass wir den vergrößern müssten. Sorry. Hat denn niemand von euch? Wie habe ich da? Achso, die anderen habe ich da wahrscheinlich hinbekommen, indem ich die Eier daher gebracht habe. Ja. Dann lauf da rum. Was machen die hier jetzt? Achso, Feierabend. Nee, machen sie nicht. Warum wird denn da gegraben und hier nicht? Ah, den sollte ich hier vielleicht mal brechen. Hier noch irgendwas Spannendes? Stopp, hier gibt es auf jeden Fall was Spannendes, weil ich wollte... ne, hier wollte ich ja. Und zwar wollte ich die Fingerhutschilf, die Schilffasern, die wir hier haben, und auch die Samen in die Rakete packen. Sauerstoff ist genug. Da. Dann zerlegen wir den hier mal wieder und bauen dafür gleich einen Lagerverdichter. Dafür müssen wir das aber wieder auf alle stellen. Rakete auch schon wieder Solo zuweisen. Und hier stellen wir jetzt ein. Einmal da, Fingerhutschilfsamen. Und ich glaube, das andere ist unter Verschiedenes. Nee. Industrielle Zutat kann auch sein. Fasern, genau. Bio 8. Und dann hoffe ich mal sehr, dass die da jetzt gleich rübergebracht werden. Ja. Wird schon alles eingesammelt. Sehr gut. Thank you.
das sind aber auch ein paar Hindernisläufe hier. Ach so, Kniffel hat... Ich habe Annäherung nicht aktiviert. Das ist natürlich auch nicht so ganz schlau gewesen von mir. So, ist das unter dem Kegel? Ja. Dann können wir dich jetzt bauen. Und dich, und dich, und dich eigentlich auch. Na gut, da wird uns irgendwann das Material ausgehen, aber... Haben wir hier alles eingesammelt, ja. Wie viele sind das? Einundfünfzig, wow. Ja, das ist ja mal perfekt. Dann da stellen wir dich auf Q. Warten, dass Zulu kommt. Perfekt. Wählen das Ziel aus. Dorthin und los geht's. Achso, die müssen das Eisen von da oben holen. Das kann man natürlich alles ein bisschen beschleunigen, ne? So, was wir jetzt hier schon mal machen können, ist ja die Handpumpe bauen. Dann können wir nämlich anfangen, das Salzwasser hier auszubringen. Das hält uns sonst nur sehr lange wieder auf. Haben wir noch genug Eisen, oder? Ich habe doch gerade schon gesehen, wir haben auch
irgendein anderes Material. Da, Blei, dann können wir auch Blei nutzen. Schon wieder hin. Und warum schon wieder diesen Umweg? Sehr effizient hier alles, muss man nicht schon sagen. Dass wir das da oben fertig bauen können. Achso, stopp, das sind jetzt alles immer 8er Aufträge. Muss ich mal eben rauskriegen, so. Gut, jetzt ist es auch vorbei, dass wir da oben rumklettern. Nach wie vor wunderbar mit Sauerstoff gefüllt. Was man von dem hier nicht sagen kann. Okay, da müssen wir jetzt doch ganz dringend einen Elektrolyzer bauen. Machen wir das mal hier. Hier haben wir nämlich Strom in der Nähe. Und hier haben wir auch Wasser in der Nähe. Hier ist doch sicherlich da unsere Rakete gelandet. Ach Mist. Jawohl, jetzt kann ich sie auch deaktiviert lassen. Okay, und hier bauen wir uns oder nehmen einen der vorhandenen Lagerverdichter und packen hier rein die Fingerhutschilfsamen und Schilffasern. Und nehmen das raus. Können wir nämlich die ersten Sachen bauen. Sehr schön. Da sind ein paar Algen. Wir müssen jetzt mal schnell welche ausgraben.
zuerst gebuddelt. Jetzt würde ich doch hoffen, dass die... Sachen mit Algen versorgt werden, aber... Nee, es wird erst gebaut. Wir sind auf Bakibo. Oh. Ja, Lebenserhaltung, das ist auch nicht so wichtig. Kann man auch später machen. Oh, 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 oh. Brauchen gleich auch dringend mehr Gastanks, um das ganze CO2 hier mal loszuwerden. Ihr kriegt jetzt erstmal Pause. Schleim haben wir auch nicht mehr für die Algen distillen, okay. Dann machen wir doch gleich erstmal das hier fertig, damit wir eine alternative Sauerstoffquelle haben. Unseren Stöpselschnecken haben wir ja hier ein bisschen was an Strom. Haben wir hier Glas? Nee. Dann hier wahrscheinlich auch nirgendwo was bekommen, ne? Schmeißen wir die doch wieder an gleich und wir bauen dann einfach mehr Gastanks. Das Auto abfüllen nicht aktiviert. So. Und dann können wir hier über Eck gleich auch noch die letzten Ziegel reinbauen. Da in der Ecke brauchen wir gar keinen. Okay. Moodiel. Achso, genau, ich wollte ja jetzt eine Schutzanzugschmiede bauen. Ich brauche die Sachen hier eigentlich nicht auf 7 stellen, das geht hier so schnell. Hätten wir. Okay, dann machen wir doch mal 10 Stück. Das ist noch so ein Schwachpunkt an dem ganzen System hier, dass man immer wieder die ausbuddeln muss.
Habe ich hier irgendwo noch in dem Stromnetz eine andere Stromquelle? Nee. Erstaunlich, mit wie wenig Ethanol wir das alles hier betreiben können. Na gut, es gibt auch kaum elektrische Geräte, die laufen. Weil abgesehen von den Minenrobotern fast nix. Die Lage stabilisiert sich. Stabilisiert sich sogar sehr stark. So, Wasserstoff müssen wir hier oben uns was überlegen. Ich denke, da werden wir hier eine Pumpe bauen. Und hier unten da einen Gaselementsensor. Filtergatter. Das Ganze würde ich mal hier oben bauen. Hier eine intelligente Batterie bauen. Oh. Wasserstoffgenerator. Kommen Sie daran? Und dann brauchen wir hier noch ein Automatisierungskabel und das schließen wir da an. Drum. Und wenn wir die gleich noch einstellen, dann haben wir noch eine Stromquelle mehr, eine deutlich sauberere. Das ist ja schon mit neuer Sand hier wieder, ja, ne? Ich denke mal auch. Oh. Bist du da in der Falle? Ne, bist du nicht. Ein bisschen Fleisch, denke ich.
Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So ganz kleines bisschen. Das ist immer noch zu viel. Aber es ist nicht mehr viel zu viel. Also 214 Kilogramm. Ja, ich wusste, dass es passiert. Schade um die Dornenblüte, aber naja. Nicht denn? Ach Mensch. Ja, guten Morgen. So, wischen wir da mal auf und da, dann kriegen wir doch keine nassen Füße. Autoabfüllung haben wir aktiviert, okay. Packen wir da noch eine zweite rein und wir packen hier noch einen weiteren Flaschenentleerer ran. Ach, dann geht das auch noch schneller. Ähnliches können wir eigentlich auch hier machen. Auch wenn wir hier nur zwei haben, machen wir doch. Na gut, wir haben eh nur drei Duplikanten. Dann reichen uns auch drei Handpumpen. Ein neuer Tag ist rum. Ja, schön, okay. Bis ruhig bis 95. Und der soll auch ruhig recht früh anfangen, nämlich bei 80. Aber wir haben noch gar nicht alles fertig gebaut. Hier das Problem. Ich denke auch rein und alle, einzig und allein an das Arbeitsaufkommen. Und die hier laufen. Ne. 50 und soll noch erst da anspringen. Das heißt, dass die eher ein Notfall sind, wenn wir keinen Wasserstoff haben. Ich meine, wir werden häufig keinen Wasserstoff haben, weil so viel kommt da auch nicht bei rum, aber. Ja, vor allen Dingen zieht auch einiges nach hier, ne? Machen wir doch mal. Ähnliches System hier. So, länger als 5 Sekunden da Wasserstoff dann abpumpen. Ja, das ist in Ordnung. Da hat er gerade wahrscheinlich einmal kurz Sauerstoff gefiltert.
Das Gold ist, glaube ich, ziemlich weit weg. Ja, deswegen haben wahrscheinlich auch die Sachen so lange gebraucht, bis sie fertig waren. Ach, wird das noch was? Sieht nicht so aus, ne? Da kommt jemand. Es ist aber auch ein Hindernislauf, das stimmt schon. Ja. Ich konnte endlich die Einstellungen da reinkopieren. War ja auch sehr kompliziert, den Wasserstoff. Gut, ich würde mal sagen, wir kommen wieder langsam zum Ende. Das entleert sich, sehr schön. Das noch nicht. Ah, weil ich das auch... Ja, kein Wunder. Aber beides gleichzeitig geht wahrscheinlich sowieso schlecht. Die haben fertig, dann können wir eigentlich... nächste Ebene hier wieder machen. Würde ich dann aber mal... Wir beginnen aber erst, wenn die Wassertanks leer sind. Nee. Wir machen Ende. Nur noch schnell schauen. Da. Ja, die 10 Atemschutzanzüge sind fertig. Sehr schön. Können wir beim nächsten Mal ein bisschen mit rumspielen. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal. Dann danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.